Hallo und herzlich willkommen hier am Freitag. Heute nochmal zwei ganz wichtige Themen, da will ich euch einfach ein paar Gedanken mitgeben ins Wochenende. Und zwar zum einen, ihr seht es hier hinten schon, Erdöl. Und zum anderen, hey, was ist denn da plötzlich an den Aktienmärkten los? Warum geht es da so schnell nach oben? Bleibt dran, kurze Info jetzt hier. Ja, erstes Thema, ihr seht es hier, Erdölpreis ist ja dramatisch gefallen. Die Aktienmärkte steigen wieder, der Erdölpreis fällt weiter und da gab es doch diese Woche diesen historischen Produktionscut. Was ihr jetzt einfach wissen müsst, ist Folgendes. Wir haben momentan die Situation in der Welt, dass wir etwa pro Tag 30 Millionen Barrel zu viel Angebot haben. Das heißt also, wir produzieren. Und durch den Lockdown der weltweiten Wirtschaft wird einfach viel, viel weniger Öl nachgefragt. Merkt euch einfach mal die Zahl, roundabout 30 Millionen Barrel am Tag. So, jetzt kommt die OPEC und sagt, okay, wir cutten, wir schränken unsere Produktion ein. Warum? Die können natürlich mit einem Preis von 20 Dollar nicht leben. Die Russen nicht, die Araber nicht und die Amerikaner mit ihrem Fracking natürlich auch nicht. So. Die cutten jetzt um 10 Millionen Barrel am Tag. 30 minus 10 ist immer noch 20 Millionen zu viel. Zweite, die G20-Staaten, also alle anderen, die zum Beispiel auch nicht jetzt in der OPEC sind, cutten auch nochmal mit, vielleicht auch nochmal 10 Millionen Barrel. Bedeutet 20 Millionen Barrel Cut, historisch noch nie da gewesen, aber es sind immer noch zu viel. Je nachdem, was man jetzt liest an Research, ne, von Leuten, die sich da wirklich auskennen, 5 bis 10 Millionen Barrel Überschuss am Tag. Und das ist halt einfach ein Problem, weil die Lager sind voll. Ne? Jetzt geht es her, dass die G20-Staaten, dass die zum Beispiel, die cutten jetzt nicht ihre Produktion, so wie ich es gerade gesagt habe, sondern die sagen zum Beispiel, hey, wir füllen unsere strategischen Reserven auf. Das zieht also auch nochmal ein bisschen was aus dem Markt heraus. Aber nichtsdestotrotz, wir haben bis zwischen 5 und 10 Millionen Barrel zu viel am Markt. Und das führt halt einfach dazu, dass die Lager immer voller werden. Ich hatte hier schon mal die Idee mit den Tankerstocks, also Tankeraktien, hatte ich ja schon mal kurz erwähnt. Ne? Das läuft mittlerweile, das ist ganz gut angelaufen. Und alles schaut jetzt nach Cushing in Texas. Warum? Weil da werden momentan noch relativ gute Preise gezahlt für West Texas Intermediate. Es gibt jetzt teilweise in Amerika schon Gegenden, wo der Preis auf 11 Dollar runtergefallen ist. So, jetzt kommt alles nach Texas. Jeder will noch schnell nach Texas sein Öl dahin schaffen, weil da momentan noch am meisten bezahlt wird. Problem aber, dort sind bald die Lager voll. Ende April sollen da angeblich die Lager voll sein und es wird produziert. Und das heißt, der Cut langt nicht, um die Preise nach oben zu drücken. Und jetzt kommt natürlich die Lockerung des Lockdowns. Vor allem die Amerikaner wollen da ja relativ schnell sein, aber das geht natürlich trotzdem nicht von heute auf morgen. Ne? Das wird noch so ein bisschen bleiben. Deswegen, und das ist eigentlich die ganz kurze Botschaft, wir werden das in unseren Trainings nächste Woche ein bisschen ausführlicher machen. Die ganz kurze Botschaft ist, momentan ist Öl nach wie vor kein Kauf. Ne? Es gibt einfach noch keine Basis, warum Öl momentan steigen sollte. Und deswegen sind auch Ölaktien kein Kauf. Ne? Definitiv nicht. Weil wo soll es herkommen? Klar, wer gesagt, hey, ich habe dann ganz langen Atem und kaufe da jetzt schon und irgendwann wird auch Öl wieder hochgehen. Ja, okay. Aber warum sollst du so eine lange Leidensstrecke machen? Ne? Und Ölaktien, die klassischen Ölaktien, die jeder so kennt, Shell und Co., das werden auch nicht diejenigen sein, die am Anfang profitieren, sondern das werden ganz andere sein. Das werden also Pipeline-Betreiber sein, dann kommen später die Raffinerien dazu und dann kommen erst letztendlich die großen Ölfirmen. Das heißt also, man hat noch Monate Zeit, um in die großen Ölfirmen zu gehen. Vorher sind viele, viele andere Dinge wichtiger. So, das war's mit dem Ölmarkt. Dann Aktienmarkt. Ne? Hey, was ist denn da los? Wenn wir uns ganz kurz anschauen. Hier, also, wenn wir einfach mal uns den ES anschauen, also den S&P 500, dann gibt der ja momentan enorm Gas. Und wir sehen, hey, der ist schon wieder hier nach oben gesprungen, ne? Und jetzt sieht es mittlerweile immer mehr wie ein V aus. Wo kommt das her? Naja, und da passiert momentan was ganz Spannendes. Erstens, der Index verzerrt das Ganze. Ne? Wenn wir mal ein bisschen tiefer reingehen in die Märkte, stellen wir fest,
Technologie läuft extrem gut. Da mache ich euch nächste Woche ein Video, welche Aktien ihr jetzt kaufen müsst. Und ich behaupte mal, die meisten Leute haben momentan die vollkommen falschen Aktien im Depot. Die haben die falschen Aktien im Depot, weil einige Aktien laufen extrem gut. Das sind auch die, die den Index und zum Beispiel auch die Nasdaq nach oben ziehen. Und andere Aktien laufen nach wie vor grottenschlecht. Warum laufen jetzt manche Aktien gut? Und warum läuft der insgesamte Markt auch schon wieder relativ gut? Da muss man ja auch sagen, wenn man sich das anschaut, hier war ja noch relativ unwahrscheinlich, dass so ein V kommt von Tag zu Tag, wird es ein bisschen wahrscheinlicher. Und das liegt natürlich daran, jetzt kommen ja so langsam die Zahlen heraus. Ne? Also dass man sagt, okay, der IWF, was schätzt der weltweit Wirtschaftsrückgang und so weiter und so fort. Die einzelnen Länder kommen, man hat immer mehr Daten. Und jetzt stellt man fest, okay, die Daten sind grottenschlecht. Und dann rechnet man sich eine Summe aus. Und dann sagt man, okay, was weiß ich, die weltweite Wirtschaftsleistung wird um so und so viel Milliarden, Hunderte, Tausende Milliarden zurückgehen. Aber, und das ist jetzt das Aber, durch das extreme Eingreifen der Notenbanken, allen voran die Amerikaner, aber auch die Europäische Zentralbank, plus das, was die einzelnen Länder noch machen, ist das Geld, was momentan in die Märkte hineinfließt, mehr als momentan erwartet wird, was die Wirtschaftsleistung einbricht. Das heißt also, wir haben einen zusätzlichen Booster. So, und jetzt ist noch was in Amerika passiert. Die Fed schiebt ja nicht einfach nur blind Geld in die Märkte, sondern sie hat ja was ganz Spezielles gemacht, nämlich sagt, hey, wir kaufen Junk Bonds. Jetzt muss man das kurz ein bisschen verstehen. Was sind Junk Bonds? Junk Bonds sind Anleihen von Schuldnern mit einer schlechten Bonität. Zombie-Unternehmen, ne? Den Begriff kennt ihr ja vielleicht alle, also die, die eigentlich, wenn sich ihre Qualität verschlechtert, wenn sich ihre Zahlungsfähigkeit verschlechtert, quasi drohten pleite zu gehen. Ford Motor Company, ne? So, und die drohten eigentlich hier pleite zu gehen. Wenn wir das auf dem Tagesschau anschauen, so, die drohten pleite zu gehen. Und jetzt passiert Folgendes. Die Fed sagt ganz bewusst, wir kaufen solche schrottischen Anleihen, das heißt, wir bewahren diese Zombie-Firmen vor dem Pleitegehen. Das heißt, die große Pleitewelle bei diesen großen Firmen bleibt erstmal aus. Die findet nicht statt. Selbst wenn ein Unternehmen sich jetzt von seinem Rating her verschlechtert und quasi von Investment Grade, das ist also das, wo alle investieren können, auf Junk, also auf das Schlechte runtergeht, sagt die Fed, kein Problem, wir kaufen das Ganze. Und damit verhindert die Fed eine massive Pleitewelle. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn so ein großer Pleite geht, was da immer alles noch dranhängt. Und das passiert momentan nicht. Und das wiederum sehen die Märkte momentan als etwas extrem Positives, weil sie sagen, okay, die Fed hat quasi etwas getan, was die EZB schon mal vor Jahren getan hat. Es gab mal diesen Moment vor einigen Jahren, als Mario Draghi noch Chef der EZB war. Und da hat er gesagt, whatever it takes, also egal was es kostet, wir werden den Euro nicht auseinanderbrechen lassen. Das hat eine extrem lange Rallye des Euros damals ausgelöst. So. Und jetzt hat die Fed im Grunde genommen das Gleiche getan. Die haben es ein bisschen anders formuliert, die haben es ein bisschen anders kommuniziert, aber letztendlich haben sie gesagt, whatever it takes. Und jetzt passiert Folgendes, die lassen sich jetzt sogar schon von der Politik die Freigabe geben, und es wird kommen, dass sie sagen, und im schlimmsten Falle kaufen wir auch Aktien. Ne? Also das heißt, momentan kaufen sie nur Anleihen. Sie kaufen Staatsanleihen, sie kaufen aber auch jetzt Unternehmensanleihen und sie kaufen eben auch Unternehmensanleihen schlechter Bonität, extrem schlechter Bonität. Ihr müsst euch nur mal die ganzen ETFs anschauen, wo diese schlechten Bonitäten drin waren. Gigantisch, wie die wieder nach oben schießen. Und jetzt lässt sich, gibt es Anregungen aus Amerika und das wird auch so kommen, dass man sagt, hey, lasst uns doch mal momentan von der Politik, wir brauchen es noch nicht, wir wollen es noch nicht machen, ne? Aber hey, es wäre doch gar nicht schlecht, wenn ihr uns mal die Freigabe geben würdet, dass wir im Zweifelsfalle auch andere Finanzinstrumente kaufen könnten. Und das heißt am Ende nichts anderes, als dass die Politik in Amerika sagt, okay, Notenbank, du darfst Aktien kaufen. Und es wird auch die Politik in Europa machen, dass sie sagt zur EZB, okay, du darfst im Zweifelsfalle auch Aktien kaufen. Und damit sagt der Markt momentan, ne, das ist immer eine Momentaufnahme, sagt der Markt momentan, okay, dann ist das Ding doch durch. Dann haben wir hier im ES an der Stelle das Tief gesehen. Und je mehr das nach oben geht, wir haben sogar noch mal einen richtigen Sprung hier drin, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es runtergeht, ne, dass wir nochmal testen. Historisch betrachtet, statistisch betrachtet, ist
es immer so gewesen, dass nach so einem extremen Einbruch das Ganze nochmal angetestet wird. Momentan passiert es nicht. Ne? Momentan sind die Wahrscheinlichkeiten dafür nicht so groß. Und jetzt setzt schon langsam wieder dieses FOMO ein, ne? Fear of Missing Out. Hey, verdammt, ich bin doch nicht dabei. Ich muss doch mal langsam kaufen. Und deswegen, mega spannende Zeiten. Aber zurzeit ist eben nicht das hier spannend, ist nicht der Index spannend, sondern die richtigen Aktien. Deswegen schaut nächste Woche unbedingt wieder rein. Da werde ich euch mal ein paar Sachen zeigen, wie ihr euer Depot jetzt momentan aufstellen müsst, damit ihr einfach von dem, was jetzt gerade passiert und auch in was in den nächsten Monaten passieren wird, weil, haben wir es vor, irgendwann wird es schon auch mal wieder einen Rücksetzer geben, ne? Aber wie ihr dann richtig positioniert seid. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. An der Stelle war es das schon für heute. Kurz, dirty, schnell. Wir sehen uns wieder. Ein neues Video am Sonntag. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.